Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen bei unserem zweiten Webinar im Rahmen des 50-Jahre-Jubiläums. Wir haben bereits angefangen mit einem Vergleich, und zwar haben wir Südtirol und die Orlandinseln verglichen, und wir starten jetzt weiter mit einem Vergleich, nämlich Ostbelgien und Südtirol. Der Titel dieses Webinars ist Ostbelgien und Südtirol, Autonomie und Partizipation im Wandel. Es ist eine hybride Veranstaltung, das heißt, es sind eben Leute hier im Raum, aber vor allem auch sehr viele Leute online. Und ich freue mich auch, dass wir einige Gäste aus Ostbelgien begrüßen dürfen, die das Webinar verfolgen. Sie haben die Möglichkeit, natürlich auch online Fragen zu stellen, bitte nicht im Chat, sondern im Q&A-Bereich. Und ein Kollege hier im Raum, Michael Flieri, wird das Ganze überwachen und dann auch Ihre Fragen hier an das Plenum richten. Ich darf die Gäste kurz vorstellen, die heute hier mit mir reden. Ich darf beginnen mit der Dame in der Runde, Elisabeth Alber. Sie ist Forscherin hier am Institut für Vergleichende Föderalismusforschung und beschäftigt sich mit Autonomiemodellen weltweit, aber auch mit partizipativen Prozessen, besonders auf subnationaler Ebene, und ist deswegen prädestiniert, über diese beiden Themen auch heute hier mit uns zu sprechen. Und ich darf auch die beiden Herren neben mir begrüßen, und erlauben Sie mir, wenn ich das sozusagen auf einem Streich mache, denn es ist wirklich fast schon unglaublich, wie viele Parallelen zwischen diesen beiden Herren existieren. Sie sind beide gleich alt, sie haben beide Rechtswissenschaften studiert, sie haben beide, bevor sie den Weg in die Politik gefunden haben, auch in der Privatwirtschaft gearbeitet und haben 2014 sozusagen dann angefangen, die Regierung in den jeweiligen Gebieten zu leiten. Ich freue mich, heute begrüßen zu dürfen Ministerpräsident der Ostbelgier Oliver Pasch und natürlich auch unseren Landeshauptmann Arno Kompatscher. Fein, dass Sie die Zeit gefunden haben. Zwischen den beiden Gebieten gibt es ja unzählige Vergleichsmöglichkeiten und Parallelen. Dazu hören wir auch später noch. Ich würde jetzt aber gern mit Ihnen, Herr Pasch, anfangen, denn Sie sind ja auch der Anlass, warum wir heute dieses Webinar führen. Sie sind ja hier auf Delegationsreise. Sie führen eine Delegation nach Südtirol an, und die Kooperation zwischen Südtirol und Ostbelgien gibt es ja schon bereits seit 30 Jahren. 1992, glaube ich, fand die erste Reise statt. Und in einem Vorgespräch haben Sie mir gesagt, das ist wahrscheinlich Ihr 10. Besuch, soweit es Ihnen noch möglich ist, das zu rekonstruieren hier in Südtirol. Und Sie haben ja, Sie beide, 2016 auch das Kooperationsabkommen erneuert. Und ich würde Sie bitten einfach, wie wichtig ist diese Kooperation für Südtirol und für Ostbelgien, und welche Themen sind da eigentlich enthalten in diesem Kooperationsabkommen? Zunächst muss ich gestehen, dass zwischen wahrscheinlich gut, dass man den ersten Teil gar nicht gehört hat. Ich habe nur erwähnt, es gibt viele Parallelen zwischen Arno Kompatscher und mir. Einige sollte man öffentlich nicht diskutieren, aber es gibt vor allem viele Parallelen zwischen Südtirol und Ostbelgien. Wir haben in Teilen jedenfalls eine vergleichbare Geschichte erlebt seit dem Ersten Weltkrieg. Ostbelgien, die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, ist nach dem Ersten Weltkrieg zu Belgien gekommen. Danach hat es eine sehr schmerzhafte, eine sehr bewegte Geschichte gegeben. Meine Großeltern haben dreimal in ihrem Leben die Nationalität, den Pass gewechselt, ohne ihr Dorf wirklich verlassen zu haben. Und aller Anfang war auch schwer, muss man sagen. Die deutsche Sprache, die deutsche Kultur hat sich sehr schwer getan in Belgien, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Die bekannte Säuberungswelle hat damals stattgefunden. Und wir haben im Laufe der Jahre ein Autonomiestatut bekommen, das uns heute zu den bestgeschützten Minderheiten in Europa macht. Wir haben Gesetzgebungsbefugnis in vielen Bereichen, die es uns erlauben, einen Teil unseres Schicksals selbst in die Hand zu nehmen. Wir sind ein gleichberechtigtes Bundesland, eines von 6 theoretisch existierenden und 5 real existierenden Bundesländern in Belgien. Und wir sind für dieses Autonomiestatut sehr dankbar. Und ich weiß,
dass Südtirol teilweise jedenfalls, darauf wird man sicher noch eingehen, eine ähnliche Entwicklung genommen hat. Und deswegen begeht man ja auch in diesem Jahr das zweite Autonomiestatut, 50 Jahre zweites Autonomiestatut. Wir feiern 50 Jahre Autonomie im nächsten Jahr. Auch daran erkennt man schon, dass es gewisse Parallelen gibt. Und im Alltag sind kleine Regionen wie Ostbege nun mal auf Zusammenarbeit angewiesen. Wir sind eine kleine deutschsprachige Minderheit in Belgien. In Belgien werden andere Sprachen wie Französisch und Niederländisch gesprochen, wenig Deutsch. Und wir brauchen als kleine Gemeinschaft diese Zusammenarbeit. Im Grunde mit dem gesamten deutschsprachigen Europa und eben auch mit Südtirol. Dafür gibt es viele konkrete Beispiele, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen. Vielen herzlichen Dank, Herr Basch, dafür. Herr Kompatsch, wenn ich mit Ihnen weitermachen kann, Herr Basch hat es gerade angesprochen, es gibt natürlich viele Parallelen. Wir haben beide eine weitreichende Autonomie. Südtirol und Ostbelgien wird auch als Beispiel für Minderheiten in der Welt genannt, wenn es um Konfliktlösung geht, wenn es um Befriedung, wenn es um ein richtig guten Minderheitenschutz gibt, werden wir genannt. Jetzt haben wir heuer eben diese 50 Jahre Autonomie. In Ostbelgien haben wir nächstes Jahr ja dieses Jubiläum. Wenn wir jetzt ein kleines Assessment wagen im Rahmen dieses Jubiläums, wie würden Sie sagen, auf welcher Grundlage befinden wir uns jetzt und auf was können wir aufbauen? Und ich würde Sie bitten, wenn Sie vielleicht schon die eine oder andere Herausforderung auch nennen würden, die in den nächsten Jahren auf uns und vielleicht sogar auch auf Ostbelgien zukommen wird. Ja, zunächst einmal einen schönen guten Abend auch meinerseits. Ohne das jetzt wiederholen zu wollen, was Kollege Oliver Basch gesagt hat in Bezug auf die Autonomie Ostbelgiens, der deutschsprachigen Gemeinschaft, ist es vielleicht eines schon zu betonen, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten, aber eines unterscheidet uns, nämlich der Kontext, in den diese Autonomie eingebettet ist. Belgien ist ein föderaler Staat. Das ist seit langem so und der Föderalismus in Belgien hat sich sehr stark entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Also der Staat ist immer föderaler geworden. Also die Regionen, dann die regionalen Gemeinschaften, das ist ja sehr kompliziert in Belgien. Es gibt dann Brüssel, die Sondersituation der Hauptstadt und so weiter. Aber die haben doch immer mehr auch an Eigenständigkeit entwickelt, auch an eigenen Zuständigkeiten. Und es gibt also insgesamt ein Staatsmodell, das föderalistisch ausgerichtet ist. Und wir haben eine sehr ähnliche Autonomie wie jene Ostbelgiens, der deutschsprachigen Gemeinschaft, aber unsere ist eingebettet in einen doch recht zentralistischen Staat. Und da sind wir ja auch gleich schon bei den Herausforderungen. Wir hatten in Italien zunächst einmal ja die Schwierigkeit, genauso wie dass die deutschsprachige Gemeinschaft hatte, diese Autonomie zu erkämpfen. Die ganze Ära Silvius Magnago bis hin Paketannahme und eben das zweite Autonomiestatut, dessen 50-Jahr-Jubiläum wir dieses Jahr begehen. Dann die Durchführungsbestimmung bis hin 92 zur Streitbeendigungserklärung, dieses Streites, der von der UNO aufgeworfen ist, von Seiten Österreichs. Und dann doch auch noch eine Weiterentwicklung mit Vor und Zurück. Es hat dann immer wieder zentralistische Ansätze in Italien gegeben und dann immer wieder auch die Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen. Und ja, wir müssen es in Bezug auf Südtirol sagen, es hat immer wieder für uns günstige Mehrheitssituationen im römischen Parlament gegeben, wo wir auch gewisse Zugeständnisse ganz einfach abgerungen haben durch uns das Gewicht unserer wenigen Stimmen im Parlament. Wir erleben jetzt doch wieder eine sehr zentralistische Welle in Italien. Es werden nicht nur die Autonomien, die autonomen Sonderregionen in Frage gestellt, sondern das regionale System insgesamt. Das war während der Pandemie ganz stark spürbar. Das hatten wir ja ähnlich in anderen föderalen Systemen. Es gab auch berechtigte Kritik an mangelnder Koordinierung, an Fleckerteppich-Vorgehensweise. Es gibt auch Mängel in föderalen Systemen, so wie es in zentralistischen Systemen gibt. Und die sind in der Pandemie halt eher stärker zum Vordergrund gekommen. Und das ist für viele Anlass, den Grundsatz in Frage zu stellen, die Subsidiarität und den Föderalismus in Frage zu stellen. Und das ist jetzt ganz gefährlich. Und das geht bei uns einher mit einer Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, der seit der Reform der italienischen Verfassung im Jahr 2001 unsere Autonomie zunehmend aushöhlt. Es ist nämlich die These entwickelt worden, dass es gewisse Querschnittskompetenzen des Staates gibt in dieser Rechtsprechung. Das betrifft die Zivilrechtsordnung, das betrifft den Schutz des Wettbewerbs, das betrifft die Mindeststandards der öffentlichen Verwaltung, der Dienste an den Bürgern. Und man sagt, ja, auch wenn es sich um eine eigene Zuständigkeit einer Region
oder einer Provinz mit Sonderstatut handelt. Wenn der Bereich eine solche Querschnittskompetenz berührt, dann bleibt die Zuständigkeit trotzdem staatliche. Das wird dann auch dann automatisch als eine Gegenstand einer ökonomisch-sozialen Reform ganz einfach dann auch festgelegt in diesen Urteilen des Verfassungsgerichtshofes. Und das ist eine Grenze für unsere Gesetzgebung, laut auch unserem Autonomiestatut. Es ist also schon eine theoretisch autonomiestatutkonforme Auslegung, aber die ist natürlich nicht besonders autonomiefreundlich. So, ich habe das jetzt rechtstheoretisch erörtert, mit anderen Worten, wir haben seit einigen Jahren ein Problem und wir müssen jetzt Mittel und Wege finden, dass wir das wieder zurückholen. Wir hatten jüngst ein Urteil, das betrifft das Vergabewesen, Urteil Nummer 23, 2022, ganz aktuell des Verfassungsgerichtshofes. Da ging es im Prinzip um Banalitäten in diesem Landesgesetz. Wir haben die Schwellenwerte für die Zeit der Pandemie, des Notstandes angehoben, um Direktbeauftragungen, einfache Form der Beauftragung zu ermöglichen. Der Staat hat übrigens das Gleiche gemacht. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, inhaltlich ist das eine Sache, die auch der Staat entschieden hat, aber wir dürften das nicht, denn die Zuständigkeit läge beim Staat. Wir müssten warten, bis der Staat das macht und könnten es dann abschreiben quasi. Und zwar deshalb, weil er sagt, das ganze Vergabewesen ist letztlich Wettbewerbsschutz und somit ist es letztlich staatliche Zuständigkeit. Jetzt dann ganz konkret, das sind Themen, die uns wirklich auch Sorgen machen. Hier müssen und können wir ins Feld führen etwas, was nicht alle haben in der Form. Und jetzt gebe ich dann gleich das Wort zurück, vielleicht auch Ostbelgien nicht. Wir haben einen Kindstaat, wir haben eine völkerrechtliche Verankerung unserer Autonomie. Es gibt nämlich dieses bilaterale Abkommen Pariser Vertrag, das ja auch eingeklagt worden ist vor den Vereinten Nationen, das ja zu diesen Verhandlungen geführt hat. Und wir können jetzt feststellen, müssen jetzt feststellen, dass der Status, der zur Streitbeendigung geführt hat, 1992, in manchen Bereichen unterschritten ist. Wir haben nicht, in manchen Bereichen nicht mehr das Autonomieniveau. Wir haben in anderen ein weitergehendes, das müssen wir auch eingestehen. Aber es ist natürlich überall dieser Mindeststatus zu gewähren. Das andere ist Gegenstand innerstaatlichen Regelungen. Aber der Mindeststandard, das ist eine Verpflichtung gegenüber Österreich. Und somit werden wir dieses Autonomiejahr auch nutzen, um das geltend zu machen. Vielen Dank. Bevor ich jetzt Herrn Barsch nach den Herausforderungen in Ostbelgien frage, würde ich gerne Elisabeth Alba in die Runde mit reinnehmen. Elisabeth, du warst ja wirklich dich ganz in die Tiefe mit beiden Systemen auseinandergesetzt hast. Würde mich jetzt interessieren, sozusagen, wo du die Unterschiede siehst, eben in der Entwicklung auch, die vielleicht jetzt noch nicht genannt worden sind und eben auch vielleicht von deiner Seite als Wissenschaftlerin Herausforderungen, die vielleicht in beiden Systemen gemein sind. Ja, also viele der Herausforderungen sind jetzt schon genannt worden einerseits. Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück. Und wenn jetzt die ganz einfache Frage gestellt wird zum Autonomievergleich, also versuchen wir aus Belgien und Südtirol zu vergleichen, dann kann man natürlich sagen, man hat sehr viele Gemeinsamkeiten. Man denkt an die Größe, man denkt an die Wichtigkeit als Grenzregion. Nichtsdestotrotz, die Krisen, nicht nur die Pandemie, aber auch die Migrationskrise hat uns gezeigt, dass substaatliche Einheiten einfach wichtig sind. Da fällt mir jetzt auch ein, dass auch die deutsche Gemeinschaft eben jetzt in der Covid-Krise auch zum Co-Player geworden ist, obwohl sie früher seltener Co-Player gewesen ist. Das ist so eine Überleitung eben zum Argument, das schon gesagt worden ist, dass natürlich der größte Unterschied die Tatsache ist, wie das Ganze verfassungsrechtlich eingebettet ist und auch verfassungsrechtlich, aber auch politische Tendenzen, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht rein verfassungsrechtlich. Verfassungsrechtlich ist Belgien extremst komplex. Italien ist nicht minder komplex, aber Belgien hat natürlich verfassungsrechtlich nochmal einerseits drei Gemeinschaften. Die deutschsprachige Gemeinschaft ist eine davon, andererseits drei Regionen und zusätzlich haben eben die Gemeinschaften und die Regionen jeweils ihre eigenen politischen Kompetenzen. Jetzt stellt sich die Frage, das Gebiet von Ostbelgien, wo bezieht es die Kompetenzen?
Aus verfassungsrechtlicher Sicht bezieht es diese eben einerseits natürlich dadurch, dass es den Status einer deutschsprachigen Gemeinschaft hat. Das sind dann Kulturangelegenheiten, personenbezogene Kompetenzen. Also, da geht es um Familienpolitik, Sozialpolitik, Unterrichtswesen und so weiter und so fort. Andererseits bezieht es aber auch die Kompetenzen zur Politikgestaltung direkt von Wallonien, also der Region Wallonien. Und da ist schon interessant eben zu sehen, welche Mechanismen auch im belgischen Verfassungsrecht sind, dass eben seit 2014 die deutschsprachige Gemeinschaft, also das Gebiet Ostbelgien, eine sogenannte konstitutive Autonomie besitzt. Was heißt das ganz konkret? Das heißt, dass es praktisch verfassungsrechtliche Regelungen gibt, die besagen, runtergebrochen, wenn sich Wallonien und Ostbelgien einigen, dann können Angelegenheiten eben von der Region Wallonien auf Ostbelgien übertragen werden. Und das ist in letzter Zeit sehr oft auch passiert. Und allgemein ist eben der große Unterschied, dass eben die Autonomie Ostbelgiens sich eben aus dem Föderalismus und den Konflikten von den zwei größeren Gebieten, Gemeinschaften Belgiens ergeben hat, durch die Föderalisierung Belgiens, eben einerseits die Konflikte zwischen französischsprachigen Belgien und niederländisch dem flämischen Part von Belgien. Und das ist eben der größte Unterschied, dass es eben ein zentrifugaler Föderalismus ist, Belgiens, abgesehen jetzt von diesen ganzen rechtlichen Details, die ich eben angesprochen habe, während eben Italien ein Regionalstaat ist, der asymmetrisch geboren worden ist, asymmetrisch noch verfassungsrechtlich verankert ist, aber wie eben schon gesagt worden ist, zwischen der Verfassungstheorie und der Verfassungswirklichkeit derzeit und nicht nur in diesen Jahren, aber schon seit einigen Jahren eben zentralistische Tendenzen herrschen. Ja, vielen Dank, Elisabeth. Ich glaube, wir haben jetzt sehr auf verfassungsrechtlicher Ebene das Ganze betrachtet. Auch Landeshauptmann Kompatsch hat natürlich die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs und die Querschnittskompetenzen und so weiter natürlich eingebracht, die in Südtirol eine große Herausforderung sind. Aber vielleicht, Herr Basch, um das Ganze jetzt wieder auch auf die politische Ebene hinunterzubringen, was sind so die Themen, die jetzt in Ostbelgien sehr, sehr prominent sind? Reagieren. Ich nehme das hier. Wir tauschen, jetzt können Sie nicht mehr sprechen. Meine Erfahrung zeigt mir, dass von außen betrachtet jede Verfassung furchtbar kompliziert ist. Ich nehme mal die italienische. Ich habe hier gelernt, dass es 20 Regionen gibt. Davon haben aber 5 ein Sonderstatut. Und eine davon hat es so hinbekommen, dass die Provinzen eigentlich mehr zu sagen haben, mehr Befugnisse haben als die Region, was aber in den anderen Regionen bei den Provinzen nicht so ist. Auch eine Form von kompliziert, wenn man das von außen betrachtet. Und so geht es jedem, der auf Belgien schaut, auch. Wir haben Gemeinschaften, Regionen, alle sind verfassungsrechtlich gleichgestellt, aber sie üben unterschiedliche Befugnisse in unterschiedlichen Gebieten. Und manchmal gibt es sogar Schnittmengen, ist alles kompliziert. Ich glaube auch, da bin ich bei der ersten Herausforderung, dass Belgien eine 7. ist es dann, Verfassungsreform erleben wird. Und dass die Erkenntnis gereift ist, dass wir den belgischen Staat einfacher aufbauen können, dass wir die institutionelle Architektur vereinfachen müssen. Ich glaube, dass man diesen Unterschied zwischen Gemeinschaften und Regionen irgendwann aufheben wird. Und für die deutschsprachige Gemeinschaft ist eigentlich nur eines ganz entscheidend, dass wir immer, egal wie man es macht, ein gleichberechtigtes Bundesland in Belgien bleiben. Zu den großen inhaltlichen Herausforderungen gehört, das wird niemanden wundern, ist überall so die Digitalisierung. Wir sind ein ländliches Gebiet, das stellt uns vor besondere Herausforderungen. Ich sehe in der Digitalisierung immer eine Chance. Ich kann mir vorstellen, dass wir sogar wirtschaftliche Perspektiven über die Digitalisierung entwickeln können im ländlichen Raum, aber wir brauchen dafür die notwendige Infrastruktur.
Und da denkt man nicht immer an unseren Grenzraum. Deswegen müssen wir die Dinge da selbst in die Hand nehmen. Wir haben jetzt vor, die gesamte deutschsprachige Gemeinschaft flächendeckend mit Glasfaser beispielsweise auszustatten. Dann ist eine weitere große Herausforderung der Fachkräftemangel. Für mich ist das die größte Herausforderung überhaupt. Wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit. Es gibt in Belgien nicht viele Menschen, die in deutscher Sprache ausgebildet werden, außer bei uns. Und trotzdem müssen wir ein komplettes Dienstleistungsangebot organisieren, in der Pflege, im Gesundheitswesen, im Bildungsbereich beispielsweise. Und die private Wirtschaft braucht ja auch noch Fachkräfte, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Und diese Fachkräfte zu sichern zunächst mal und dann zu finden, das ist eine große Herausforderung. Und deshalb bin ich auch dankbar für die Gespräche hier in Südtirol. Die hatten nämlich genau dieses Thema zum Schwerpunkt. Ich war gerade eben in der Handelskammer und habe gelernt, wie man jetzt hier dieses Talentcenter aufbauen wird, in Zusammenarbeit mit der Steiermark, mit der Universität Graz, um die Berufsorientierung zu verbessern, damit niemand verloren geht aus der Bevölkerung und in den Ausbildungsgängen. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir importieren können in Ostbelgien. Dann das Stipendiensystem, das man hier entwickelt hat für das Gesundheitswesen. Ärzte haben hier die Möglichkeit, ein Stipendium zu bekommen. Da werden Universitätsplätze eingekauft, wenn sie sich verpflichten, 4 oder 5 Jahre danach dem hiesigen Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Wir haben das Problem, dass bei uns Krankenpflegerinnen, Ärzte ausgebildet werden, die dann anderswo arbeiten und nicht mehr in die deutsche Gemeinschaft zurückkommen. Den Menschen die Möglichkeit zu geben, motivierend ein Stipendium in Anspruch zu nehmen und dann auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen nach der Ausbildung, das ist eine Perspektive für uns. Das haben wir von Südtirol gelernt, das werden wir übernehmen. Und dann, ich werde jetzt hier keine Grundsatzerklärung abgeben, haben wir natürlich das große Thema der Mehrsprachigkeit. Das ist eine gemeinsame Herausforderung. Darüber haben wir diese Woche immer wieder sprechen können. Wir stellen fest, um es mal höflich auszudrücken, dass die Fremdsprachenkenntnisse nicht besser werden. In der deutschsprachigen Gemeinschaft, wie gesagt, diplomatisch ausgedrückt, das ist ein Problem. Und wir haben uns natürlich mit Südtirol darüber unterhalten. Erstens, macht man hier dieselbe Feststellung? Scheinbar ja. Und zweitens, wie geht man damit um? Was kann man tun, damit die Mehrsprachigkeit gefördert wird? Denn kleine Gebiete, kleine Grenzregionen sind auf mehrere Sprachen, auf die Kenntnis mehrerer Sprachen fundamental, existenziell angewiesen. Und darum ist es sinnvoll, dass man voneinander lernt. Nur um diese Beispiele zu nennen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, viele dieser Dinge können wir wirklich mit unterschreiben, auch hier in Südtirol. Ich würde jetzt aber gern aus Zeitgründen nach auf den zweiten Teil dieses Webinars überleiten, nämlich die Partizipation. Und Südtirol hat hier ja sehr viele Erfahrungen gemacht, gerade auch durch die, sage ich mal, den Wechsel von Ihrem Vorgänger zu Ihnen. Wird Ihnen ja attestiert, dass Sie einen neuen Politstil auch pflegen, dass Sie auch im Rahmen Ihres Wahlkampfs bereits Partizipation sehr groß geschrieben haben. Unter Ihrer Regie wurde dann auch der Autonomiekonvent durchgeführt. Es gab in Südtirol natürlich auch auf Gemeindeebene viele verschiedene Möglichkeiten der Partizipation. Und jetzt auch ganz neu, in diesem Jahr wird es ja erstes Mal auch einen Bürgerrat auf Euregio-Ebene geben. Also auch das ein neuer Weg, den Sie eingeschlagen haben. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen hören, sozusagen, wie Sie die Partizipation auch in den nächsten Jahren im Rahmen der Politik sehen. Wir sprechen ja auch von der Krise der repräsentativen Demokratie, auch wenn in den letzten Jahren durch Pandemie das Wort Krise man ja nicht mehr so schnell in den Mund nehmen darf. Aber grundsätzlich, wie sehen Sie das ergänzend zur repräsentativen Demokratie? Und zweitens, was sind auch schon vielleicht die Rückschlüsse, die Sie aus den bereits gemachten Erfahrungen für sich mitnehmen? Wow, das ist ein Riesenfass, das wir jetzt hier aufmachen. So, ich hatte übrigens gerade ein Interview für ein Südtiroler Medium, da war dieselbe Fragestellung im Vordergrund. Ja, wie ist das mit der Beteiligung? Sie sind ja damals jetzt machen alle diese Rückblickinterviews mit mir, ist ganz interessant, vor Jahren angetreten und wie sieht das jetzt aus? Ich glaube, wir haben einiges gelernt und wenn dieses Zusammentreffen dann immer wieder dient, dass wir auch voneinander lernen, ist es vielleicht so, dass ihr vielleicht in Ostbelgien dann einiges auch aus unseren Fehlern lernen könnt, also die nicht zu machen, gegebenenfalls.
Ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, diesen Weg zu beschreiten, und ich bin auch überzeugt, dass wir ihn weiter beschreiten sollten, nämlich Menschen mitzunehmen, mit den Menschen zu arbeiten und eben nicht nur für die Menschen, natürlich für die Menschen, aber vor allem auch mit den Menschen, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu arbeiten, sie nicht nur zu informieren, sondern auch in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Allerdings haben wir auch einiges gelernt jetzt in diesen ersten Erfahrungen, nämlich, dass es zunächst einmal auch eine Information darüber geben muss, was wirklich erwartet werden kann vom Prozess, wie der ablaufen wird. Und auch das Erwartungshaltungsmanagement ist von enormer Bedeutung, denn es haben sehr viele Menschen bei solchen Prozessen mitgemacht, die eigentlich die Erwartung hatten, und das ist auch legitim, es wird dann genau das passieren, was ich gern hätte. Und das ist natürlich eine überzogene Erwartung in einem Beteiligungsprozess, denn das heißt nicht, dass deine Überzeugung, deine Meinung sich durchsetzen wird, sondern dass sie gehört wird und ernst genommen wird und Teil der Debatte ist. Und das ist nicht so einfach, das zu adressieren. Es gibt nämlich diese große Erwartungshaltung, dass man sich auch dann mit seiner Meinung durchsetzen kann. Und im demokratischen System ist es dann halt immer noch so, dass am Ende es Mehrheitsentscheidungen, Kompromisse braucht, Machbarkeit auch natürlich im Vordergrund steht, es muss auch den entsprechenden Grundsätzen entsprechen, der Finanzierbarkeit zum Beispiel, sonst würde es ja sogar verfassungswidrig sein bei uns, ja, wenn Dinge zu Schulden führen, die über ein gewisses Maß hinausgehen und ähnliches mehr. Und ich glaube, wir haben vor allem eines gelernt, dass es ganz wichtig ist, egal um welchen Entscheidungsprozess oder Beteiligungsprozess es sich handelt, ob das die Bürgerversammlung auf Gemeindeebene ist, ob das eine Umfrage ist, ob das eben dann tatsächlich ein partizipatives Verfahren bei der Erarbeitung eines neuen Strategiedokuments ist, zurzeit die Anpassung unseres Klimaplans. Es braucht Information über den Prozess selbst und auch darüber, was man sich davon erwarten kann. Jüngstes Beispiel, damit schließe ich, der Klimaplan eben ganz genau. Wir haben, glaube ich, eigentlich diesmal es recht gut gemacht. Wir haben nämlich genau von vornherein nicht die politische Entscheidung an den Anfang gesetzt und dann gesagt, das lassen wir noch darüber diskutieren, sondern das Dokument ist von den Büros, Ämtern, zuständigen Departements der Verwaltung erarbeitet worden, in die Landesregierung gekommen, um nur zur Kenntnis zu nehmen, das ist jetzt da, der Beteiligungsprozess kann starten. Wir haben das zur Kenntnis genommen und es dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und ja, wir haben selbst bei dieser Kenntnisnahme der Landesregierung festgestellt, da wird wohl noch einiges dran zu verbessern sein. Da fehlt das Monitoring, da fehlt das und jenes. Wir haben dann auch gesagt, ja, aber wir fangen jetzt nicht an, teilweise jetzt schon hineinzuarbeiten, sondern das ist jetzt das Grunddokument für den Beteiligungsprozess und wir werden ja sehen, was die Bevölkerung daran ändern will und was wir dann gegebenenfalls selbst noch befinden, was dazugehören würde oder was nicht. Die Italiener sagen apri di cielo. Die Reaktion war, was die Landesregierung hier sich erlaubt, mit ihrer Entscheidung ein solches Dokument zu genehmigen, das sei halt absolut nicht in Ordnung und typisch und hier fehlt das und jenes und so weiter. Und das ist eine völlig verfehlte Klimapolitik. Nein, das ist der Beginn des Beteiligungsprozesses mit einem Dokument, das noch nicht vollständig ist, zugegebenermaßen. Also auch hier noch einmal Beleg dafür, Beteiligungsprozesse sind kompliziert. Sind auch, ja, es braucht doch schon sehr viel Geschick und Arbeit daran, diese so zu gestalten, dass es nicht Enttäuschungen gibt danach, dass es auch zu einer richtigen, gefühlten Beteiligung und auch diesem positiven Effekt des Mitdabeiseins kommt. Das Thema ist ja gerade das, partizipieren, Teil einer Gesellschaft zu sein, wo ich nicht außen vor gelassen werde. Aber man muss es gut machen, sonst riskiert man genau den gegenteiligen Effekt, nämlich eine Enttäuschung und wieder noch mehr Politikverdrossenheit. Das ist sicher eine Lehre. Und trotzdem sage ich, das bedeutet nicht, dass der Weg nicht richtig ist. Ich bin nach wie vor überzeugt, das ist der einzige Weg, um eine Gesellschaft zu haben, wo sich die Menschen auch wirklich als Teil derselben fühlen. Das ist ja das, letzter Satz, was uns auszeichnet. Diese Nähe, diese Kleinheit auch, diese Vorstellung, dass wir die Dinge selbst gestalten können, hat ja auch dazu geführt, dass Menschen wirklich diese Südtirol-Autonomie dazu genützt haben, Lebensqualität herzustellen, eine Gemeinschaft zu gestalten, die wirklich Hervorragendes leistet. Und genau die Kraft schöpfen wir daraus, nämlich an diesem Beteiligtsein, sich identifizieren mit der öffentlichen Sache. Und das bedingt immer mehr partizipative Prozesse.
Danke, Landeshauptmann Kompatscher hat jetzt ein Stichwort genannt, die Bürgerinnen in der Politik mitnehmen. Und auch Ostbelgien hat ja hier bereits einige Erfahrungen mit dem Bürgerdialog gesammelt. Der Bürgerdialog hat ja, tagt ja jetzt zum dritten Mal oder hat zum dritten Mal getagt. Und Sie haben natürlich auch Ihre Erfahrungen gemacht. Gerade eben ein anderes Stichwort, was gefallen ist, ist die Umsetzung, dass man eben auch nicht immer vielleicht alles umsetzen kann, was die Bürgerinnen in diesem Prozess sich wünschen. Wie schaut da Ihre Erfahrung aus? Ja, wir haben 2019 mit dem Bürgerdialog begonnen. Es gibt einen Bürgerrat als dauerhafte Institution, per Los zusammengesetzt, 24 Mitglieder aus der Bevölkerung über die Lostrommel in den Bürgerrat gebracht. Das ist die Grundlage. Der Bürgerrat wird auch regelmäßig erneuert, wieder über die Lostrommel. Und er richtet Bürgerversammlungen ein zu bestimmten Themen. Die Themen darf er selbst bestimmen, das ist ihm freigestellt und der Bürgerrat überwacht dann und organisiert über ein Sekretariat das, was die Bürgerversammlungen tun. Um es nicht zu kompliziert zu machen, auch die Bürgerversammlungen werden per Los zusammengesetzt und haben sich bis jetzt, seit 2019, trotz Pandemie mit drei wichtigen gesellschaftlichen Themen beschäftigt. Einmal mit der Seniorenpflege, ein sehr aktuelles Thema, dann mit der unglaublich komplexen Herausforderung der Inklusion und drittens, am Samstag wird man dem Parlamentspräsidenten und mir die Empfehlungen überbringen mit dem Thema Wohnungsbau. Und ich halte die weltweite mediale Aufmerksamkeit für dieses Modell für weit übertrieben, will ich zunächst mal vorwegschicken. Das ist schon erstaunlich, dass man da Ostbelgien besucht, die Amerikaner, New York Times und so schreiben darüber. Das ist übertrieben und das hat der Dialog als solcher auch an Aufmerksamkeit nicht verdient. Denn eines muss man auch sagen, wir befinden uns in einem Lernprozess. Wir haben diesen Dialog entwickelt mit einem Konsortium internationaler Wissenschaftler, die in Olpen getagt haben, an der Spitze David van Reybrouck, ein belgischer Politologe. Und wir haben versucht, etwas zu erfinden, das unseren Bedürfnissen entspricht. Wir haben die Feststellung gemacht, ich glaube, die macht jeder, dass es ein zunehmend großes Misstrauen der Bevölkerung in politische Entscheidungen gibt. Und wir glauben, dass das mittelfristig eine Gefahr sein kann für die repräsentative Demokratie. Da wir aber der Überzeugung sind, dass die repräsentative Demokratie der richtige Weg ist, müssen wir diese repräsentative Demokratie stärken, indem wir sie verändern, beziehungsweise um weitere partizipative oder deliberative Prozesse erweitern. Und das ist die Grundlage für diesen Bürgerdialog. Jetzt stellen wir in der Praxis aber im Kern das fest, was Arno Kompatscher gesagt hat. Es gibt in einer solchen Bürgerversammlung unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Erwartungen und natürlich würde sich gerne jeder mit seiner Meinung durchsetzen. Es geht uns Politikern ja nicht anders. Und dann muss es schon am Ende so sein, dass man Kompromisse findet. Das ist in den drei Fällen auch gelungen, aber es ist natürlich eine Herausforderung. Und wenn dann Empfehlungen herauskommen, und das ist eigentlich zwei von dreimal auf jeden Fall passiert, die nicht zu 100% der Meinung der zuständigen Parlamentsausschüsse oder auch der Regierung entsprechen, dann löst man dadurch eine Verhandlung aus, die bei uns stattfindet. Das sieht das Verfahren vor. Wir verhandeln Regierung, Parlament mit den Bürgern über diese Empfehlungen, versuchen zu erklären, warum wir das eine umsetzen können, das andere zwar auch, aber nicht ganz so, wie man sich vielleicht vorgestellt hat. Und wir haben immer die Sorge, wir enttäuschen Erwartungen, wenn wir das jetzt falsch machen. Und wenn wir die Erwartungen enttäuschen, dann ist das ganze System am Ende wieder kontraproduktiv. Und das ist für uns Politiker ein Lernprozess, den wir da durchmachen. Wie kommen wir zu einem Kompromiss mit den Bürgern? Und das auch für die Bürger ein Lernprozess, der gar nicht so einfach ist. Wir stellen in der Regierung oder auch in den Verwaltungen der Regierung fest, dass manche sich die Frage stellen, wie kann es denn sein, dass wir die ganze Zeit sowieso schon von der Opposition geärgert werden und jetzt kommt auch noch der Bürgerrat dazu. Also eine Frage nach der anderen, eine Verhandlung nach der nächsten und das ist nicht so einfach, wie es manchmal in der Zeitung beschrieben wird. Aber es ist ein notwendiger Prozess, wir sind auch zufrieden mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich denke, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch sind. Wir sehen allerdings auch schon, dass das, was wir erfunden haben, in Teilen verändert, verbessert werden muss. Aber ich denke, wir sind mit diesem System auf einem guten Weg. Es ist in meinen Augen, wenn wir die repräsentative Demokratie stärken wollen, unumgänglich, solche Prozesse hinzuzufügen.
Elisabeth Alber, wir haben jetzt die Schlagworte Lernprozess gehört. Die Erwartungshaltung der Bürgerinnen zu treffen, ist auch nicht leicht in der Umsetzung der Vorschläge immer. Du, was dir eben diese beiden Prozesse, natürlich eben das in Ostbelgien natürlich eben dieser ständige Bürgerdialog und bei uns vor allem eher punktuelle Prozesse, außer jetzt die Europaregion, die ja jetzt erstartet und die ja jährlich stattfinden soll, hast du die angeschaut, du hast aber auch andere subnationale Prozesse studiert. Wie kann man mit dieser Erwartungshaltung umgehen und wie kann man auch die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen? Ja, das sind natürlich sehr schwierige Fragen. Aber ich möchte auf drei Punkte eingehen. Einerseits auf die Tatsache, was macht das ostbelgische Modell so besonders und so interessant, aus wissenschaftlicher Sicht auch. Genau die Tatsache, dass es eben ein gesetzlich festgelegtes, permanentes Modell ist, wo die Verfahren und die Abläufe sehr transparent sind und sehr gut geregelt sind. Das macht das ostbelgische Modell in dem Sinne eben aus. Und es ist schon vom Aufbau, wenn Sie auf die Webseite gehen, sehr verständlich alles dargelegt, wann was wie abläuft, wer welche Verantwortungen trägt, dass dann die Politik bis zum Schluss eine motivierende Antwort gibt, falls sie die Erwartungshaltung nicht nachkommen kann, der Umsetzung der Empfehlungen. Und das ist natürlich schon ein großer Auftrag im Sinne von Transparenz, im Sinne von, wie kommuniziere ich mit den Bürgerinnen, die ich zu einem solchen Prozess einlade. Das Zweite, das interessant ist, ist natürlich auch die Frage, wer kann Themen einbringen im Vergleich mit vielen anderen subnationalen ähnlichen Verfahren. Themen einbringen kann im ostbelgischen Bürgerdialog jeder Bürger, jede Bürgerin. Jedoch muss das Thema schon Unterstützung erfahren. Also es müssen schon 100 Personen Unterschriften darunter setzen. Die Themen werden dann aufgearbeitet und sie werden dann eben aufbereitet. Und die Bürgerversammlung, die über das Thema dann Argumente für und wider diskutiert und Empfehlungen erarbeitet, die dann an die Politik weitergegeben werden. Diese Teilnehmer der Bürgerversammlung sind nicht diejenigen, die das Thema auswählen. Das ist auch interessant. Das Thema ausgewählt wird eben vom Bürgerrat, der immer wieder erneuert wird. Warum habe ich jetzt diese ganzen Details gesagt? Weil das eigentlich zusammenhängt eben mit der Fragestellung der Beweggründe, warum man so ein Modell auch institutionalisiert und permanent macht. Also wenn man sich das ostbelgische Modell anschaut, dann liest man eben von zwei Beweggründen prinzipiell. Einerseits, Politik gelingt einfach nicht mehr, wie sie sollte. Wir können reinschauen, einfach die Parteien schaffen es nicht mehr aus XY-Gründen, es gibt sehr viele Theorien dazu, eben dem Auftrag nachzukommen, diesen dialogischen Prozess zu gestalten mit den Bürgerinnen, weil die Themen komplexer geworden sind, weil die Welt schnelllebiger ist, weil es um Themen geht, die weit über eine Legislaturperiode hinausgehen und so weiter und so fort. Und der zweite Beweggrund ist dann auch, der im ostbelgischen Modell aufgeführt ist, ist eben auch der, dass es auf allen Seiten einen Lernprozess gibt. Und das ist Partizipation, weil man hat keine Antwort auf die Frage, was ist gute Partizipation? Oder Demokratie theoretisch gesagt, was ist gute Deliberation? Also was ist ein gutes Abwägen von Gründen für und wider? Was ist ein gutes Verhandeln? Was ist ein guter Konsens? Darauf gibt es an und für sich keine vorgefertigte Antwort. Deswegen liegt die Antwort in Partizipationsprozessen, in der Transparenz und auch im Beweggrund, dass es ein Lernprozess für alle Seiten sein muss. Nur ganz kurz ergänzend,
Es hat ja auch Gegner dieses Prozesses gegeben. Es hat ja Menschen gegeben, die wollten gar nicht, dass man diese Bürgerbeteiligung überhaupt institutionalisiert. Wobei ich sagen muss, unser Parlament kurz vor der Landtagswahl hat einstimmig diesem System zugestimmt, 2019. Aber es gab auch Gegner und die haben gemeint, ja, wenn die Bürger jetzt ihre Themen selbst auswählen dürfen, wenn die auch noch über diese Prozesse am Ende konkrete Empfehlungen an die Politik aussprechen, die Politik muss sie fast schon übernehmen und wenn nicht, muss sie sich rechtfertigen, dann kommt der letzte Blödsinn dabei heraus. Manche haben gemeint, da werden Gehaltserhöhungen gefordert, da werden Forderungen in der Pflege aufgestellt, die werden das Dreifache unseres Budgets betragen und so weiter und so fort, weil die können ja fordern, was sie wollen. Das ist nicht passiert. Das möchte ich deutlich bei den drei Themen nicht passiert. Die Bürger sind viel vernünftiger, als manch einer, der diesen Prozess am Anfang kritisiert hat, geglaubt hat. Man kann sich mit Sachfragen durchaus kontrovers auseinandersetzen, aber nichts ist illusorisch gewesen, nichts irrealistisch. Warum? Weil wir über einen deliberativen Prozess reden, weil die Menschen gezwungen waren, sich sachkundig zu machen, sich zu informieren. Die haben Experten angehört, die haben die Einrichtungen angehört, das gehört mit zu diesem Verfahren und haben am Ende, wie die Politiker es auch immer tun, eine sehr rationale Perspektive eröffnet für das, was sie bewegte. Und ich denke, das ist eine wichtige Botschaft, die kann man jetzt schon festhalten, wenn wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger den Politikern mehr vertrauen, und darum geht es ja in der repräsentativen Demokratie, dann müssen wir Politiker den Bürgerinnen und Bürgern auch mehr Vertrauen entgegenbringen. Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Herr Kompatscher, letzte Frage an Sie, bevor ich dann die Gesprächsrunde auch eröffne. Sie haben es vorweggenommen, Sie haben den Klimaplan genannt. Den wollte ich mir eigentlich zum Schluss aufsparen, weil ich wollte gerade dieses Thema auch noch ansprechen. Gerade das Thema Nachhaltigkeit und Klima ist natürlich ein Thema, wo wir wissen, wir sind schon allzu spät dran und ohne die Mithilfe, ohne die Unterstützung der Bürgerschaft schaffen wir das nicht mehr eben. Und ich würde gern hier noch abschließend, vielleicht können Sie erklären, wie die Landesregierung gerade eben in diesem Thema den Prozess auch gestalten will, um sicherzustellen, dass die Bürgerschaft auch hinter den Maßnahmen, die die Landesregierung ja bereits angekündigt hat und schon angefangen hat umzusetzen, auch in den nächsten Jahren mitnehmen möchte. Ja, gerne. Es ist eben genau so, wie Sie es gesagt haben. Wir werden ja von uns, ich sage nicht die Politik von den Bürgern, sondern wir werden von uns sehr viel abverlangen müssen in den nächsten Jahren, damit wir diese Herausforderung, die Welt nachhaltiger zu gestalten, bewältigen können. Und damit meine ich nicht nur, zwar in besonderer Weise, aber nicht nur die Frage der Erderwärmung, des Klimaschutzes, sondern auch viele andere Fragen, die damit einhergehen. Die Herausforderungen, die durch Digitalisierung, Globalisierung, durch eine zunehmende Überalterung der Gesellschaft auf uns zukommen, die sind ebenso dazu angetan, dass sie eine Gesellschaft sehr in eine schwierige Situation bringen können, wo es große Konflikte geben kann, wo es wieder große Brüche geben kann in der Gesellschaft, bis hin zu auch gewaltsamen Auseinandersetzungen und Ähnlichem. Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass man, wenn man das weiß, dass wir tatsächlich auch radikale Entscheidungen treffen müssen, die das Leben eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen betreffen, dann ist es von vornherein klar, das wird nicht von oben herab gehen. Das geht nicht top-down. Das geht auch nicht alleine bottom-up. Es braucht auch jemand, der Vorarbeit leistet, sonst würde das zu lange dauern. Wenn wir das alles nur warten, bis jemand zuruft, dann würden wir zu Recht uns dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass wir unseren Job nicht gemacht haben. Denn repräsentative Demokratie bedeutet auch, einmal die Verantwortung zu übernehmen und auch Leadership zu zeigen und auch einmal selbst zu sagen, was müssen wir tun. Es muss aber in diesem Fall, gerade weil es eben jeden Einzelnen betrifft, dann auch gemeinsam erfolgen. Und hier geht es darum, einen Gesellschaftsvertrag zu schließen. Ja, letztlich einen neuen Gesellschaftsvertrag. Was wollen wir tun? Und der Klimaplan ist ja nur ein Teil dieser gesamten Debatte. Wir reden ja von unserer Nachhaltigkeitsstrategie, den Sustainable Development Goals, allen 17, die eben aufgezeigt sind, um diese ökologische, aber auch die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit herzustellen. Und dort drinnen haben wir einen permanenten Prozess vorgesehen. Und zwar mit, der sich aus vielen Elementen zusammensetzt. Beim Klimaplan zum Beispiel ist das jetzt ein spezifisches Projekt, das ist ja auch nicht der Klimaplan, das ist die Anpassung, also das Update des Klimaplans und das ist, verfolgt einen eigenen partizipativen Prozess mit Veröffentlichung eines Arbeitsdokuments, Ernennung einer unabhängigen Fachkommission, ganz wichtig, das sind externe Experten, Expertinnen,
die diese Vorschläge, die von Bürgerinnen und Bürgern gekommen sind, für uns clustern, ordnen, das sind ja sehr viele, muss man sagen, es gibt diesen Bereich, diesen, jenen Bereich und so weiter, und dann Empfehlungen aussprechen in die Landesregierung. Die Landesregierung wird dann diesen Klimaplan dann entsprechend dann auch noch einmal ergänzen, abändern und dem Landtag dann, da gibt es jetzt weiter noch die öffentliche Debatte, dem Landtag dann zur Genehmigung unterbreiten. Aber es ist ein kleines Thema, wenn man das, es ist zwar wichtig, der Klimaplan, aber das ist vom Prozess her ein Thema. Der Partizipationsprozess gestaltet sich aber viel breiter. Einmal, indem wir einen ständigen Zugang und ständige Transparenz der Information gestalten. Über unsere Website, über das Monitoring. ASTAT ist hier hilfreich, einmal die Datenlage auch aufzuarbeiten, aufzuzeigen, was ist heute der Ist-Zustand, was sind die Messinstrumente, was sind die Indikatoren, die uns ja von den Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt werden, um Vergleichbarkeit herzustellen, um eine Versachlichung der Debatte zu ermöglichen. Sind wir hier gut oder sind wir weniger gut? Sind wir weit weg von einem Ziel? Und ähnliches mehr. Was hat diese Maßnahme X oder Y bewirkt? Die Messbarkeit, das Monitoring. Zum anderen, indem wir auch ständig die Möglichkeit schaffen, für die Bürgerinnen und Bürger die Meinung zu äußern. Das funktioniert übers Web, das funktioniert über andere Kanäle. Zum dritten, indem wir einen Panel einrichten, eine ständige Befragungspanel, wo wir immer wieder abfragen können, wie die Haltung zu gewissen Fragestellungen, Themen, auch die Empfindung manchmal ist auch ganz wichtig, ja, zu gewissen, fühlen Sie sich wohl mit diesem Gedanken oder was, ist das, was erfüllt Sie mit Sorge bei dieser Fragestellung und ähnliches. Und dann natürlich wiederum spezifische Prozesse, wo es auch Bürgerversammlungen gibt, wo es, die wir jetzt ja zum Beispiel unmittelbar beginnen wollen, die wir zurzeit in der Vorbereitung haben, wo dann bestimmte Teile dieser Nachhaltigkeitsstrategie auch zur Debatte gestellt werden. Ganz einfach, ganz klassisch in einem Saal, wo die Menschen dann miteinander arbeiten, in moderierten Prozessen, natürlich immer in moderierten Prozessen. Also sehr viele Elemente, die sich zusammenfügen und wir wollen das zyklisch wiederholen. Also es gibt natürlich zu den einzelnen Projekten dann immer dann die Debatte, wann sie eben soweit sind. Aber diese Befragungen, diese Möglichkeit auch, dann wirklich sich zu Wort zu melden, diese Berichte, die wir dann abgeben werden und dort auch die Bürgerinnen und Bürger noch einmal auffordern, uns mitzuteilen, ob das passt oder nicht, das wird zyklisch stattfinden. Und das ist notwendig, sonst ist verdampft das Ganze. Ich würde die Diskussion jetzt öffnen, denn unsere Stunde ist fast voll. Gibt es Fragen im Raum oder auch eben, wenn online Fragen sind, können die gerne über den Q&A-Bereich gestellt werden. Bitte. Kann jemand bitte das Mikrofon eventuell? Danke. Funktioniert wunderbar. Ich hätte an den Herrn Baasch zwei Fragen. Wir haben also gehört, dass das Verfassungssystem Belgiens kompliziert ist, dass wir ein zentrifugales System haben, eine Bewegung, also die zentrifugal ist. Und dass sich eben die beiden großen Gemeinschaften nicht immer grün sind, das sehen wir auch, wenn wir sozusagen die Dauer oft auch der Regierungsbildungen betrachten. Mich hätte interessiert, welche Rolle nun die deutsche Gemeinschaft in diesem Kontext spielt. In der Vergangenheit hat also die deutsche Gemeinschaft immer wieder den Vermittler gespielt. Ist das nach wie vor eine wichtige Rolle, die Sie in diesem Kontext ausüben? Und die zweite Frage ist, in Südtirol gibt es also ein Problem mit dem Medienpluralismus, da haben wir Defizite. Wie schaut es in Ihrer Gemeinschaft aus? Gibt es auch dort einen Medienpluralismus, wie das alle Demokratietheorien eben einfordern? Oder gibt es auch bei Ihnen Defizite, die eben dieses Thema betreffen? Ich danke sehr. Ja, vielleicht zur ersten Frage. Wir als Deutsche Gemeinschaft verstehen uns immer als Brückenbauer in Belgien, innerbelgisch genauso wie, ich sag mal, euregional beziehungsweise europäisch, wenn es darum geht, eine Brücke zu schlagen zwischen dem deutschsprachigen Europa, etwas groß ausgedrückt, und Belgien sind wir auch gerne Brückenbauer. Wir sind irgendwo prädestiniert dazu, und es hat gerade hier auch in der Corona-Krise seit März 2020 viele Gelegenheiten gegeben, zwischen dem einen oder anderen, den ich keinesfalls namentlich nennen würde, zu
vermitteln und den berühmten belgischen Kompromiss etwas möglicher zu machen. Allerdings, wenn es jetzt um die, das war der Eingang, Eingangsstatement Ihrer Frage, um die Regierungsbildung auf föderaler Ebene geht, dann spielt die Deutschlandgemeinschaft strikt gar keine Rolle, weil sie an diesen Prozessen nicht beteiligt ist und weil sie unbedingt Acht geben muss, dass sie auch nicht in diese Prozesse hineingerät. Es liegt im existenziellen, hätte ich fast gesagt, Interesse der Deutschspanngemeinschaft, aus manchen Konflikten herausgehalten zu werden, weil man ansonsten zwischen Fronten auch zerrieben werden kann, vor allem wenn man so klein ist wie wir. Da muss man schon Acht geben, wann man sich wo, womit, wozu zu Wort meldet und mit wem man worüber auch redet und mit wem man über wen redet. Das sind alles schwierige Prozesse und da sind wir sehr vorsichtig. Und wenn wir was machen, ich glaube, das ist immer schon so gewesen, dann reden wir auch nicht allzu öffentlich darüber. Zu Ihrer zweiten Frage, ja, Medien. Es gibt den Belgischen Rundfunk, der wird vorwiegend staatlich finanziert, ist also eine öffentlich-rechtliche Einrichtung mit einem eigenen Fernsehprogramm, das allerdings nicht den ganzen Tag überläuft, sondern punktuell jeden Tag zum Beispiel die Nachrichten in deutscher Sprache kolportiert. Dann die deutschsprachige Tageszeitung, das Grenzecho, das ist ein privates Unternehmen, das natürlich auch staatliche Unterstützung erfährt. Es gibt verschiedene freie Sender, es gibt Internetblogs und Internetzeitungen, es gibt eine ganze Reihe von Medien, die also nochmal zu den klassischen hinzugekommen sind. Aber insgesamt ist natürlich aufgrund der Größe unseres Gebietes die Medienvielfalt überschaubar, um es mal so auszudrücken. Das ist auch normal. Es ist eben ein kleines Gebiet mit wenigen Kunden für solche Medienanstalten. Und das führt natürlich auch zwangsläufig dazu, dass unsere Bürgerinnen und Bürger auch viele deutsche Medien konsumieren, in Anführungszeichen, und deswegen auch sehr gut informiert sind über das, was bei den Nachbarn geschieht. Auch hier haben wir, glaube ich, Parallelen. Und wenn ich anmerken darf, Südtirol und Ostbelgien sind eine von 9 Minderheiten in ganz Europa, die ein volles Medienangebot, also elektronische Medien und Tageszeitungen haben. Also auch das vielleicht eine Zahl, da kommen gar nicht so viele in den Genuss. Aber jetzt frage ich, sind noch weitere Fragen im Raum oder digital? Wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich es auch nicht in die Länge ziehen und würde es damit belassen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gesprächspartnern und es bleibt mir nur übrig, auf die nächsten 2 Veranstaltungen hinzuweisen. Nämlich haben wir am 9. Mai ein weiteres Webinar in dieser Serie und hier geht es um Pluralismus in der Schule. Und am 10. Mai gehen wir weiter mit unserer Filmreihe im Filmclub Minderheiten anderswo, wo der Film Quo Vadis Aida gezeigt wird und auch ein Experte einführen wird. In diesem Film geht es um das Massaker von Srebrenica, also eine sehr, sehr schwere Kost. Aber Sie sind herzlich eingeladen und wir würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin uns die Treue halten in diesem Jubiläumsjahr. Alle unsere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite zum 50-Jahre-Jubiläum auf eurac.edu. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein.